Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Transport 4 über 2 Schönbau. Und heute wird es noch ein bisschen spannend. Ich bringe euch tatsächlich noch eine Folge hier zum ersten Weihnachtsfeiertag, damit ihr ein bisschen was zu gucken habt und nicht nur mit der Familie unterm Baum hocken müsst. Ja, der kleine Schotterverladeplatz hier, sage ich mal, der ist jetzt hier in Entstehung. Das war ja ein erster Test jetzt hier mal mit Ricos Bagger. Und unser kleiner Schotterzug, ihr seht, ist mittlerweile wieder beladen und fährt hier fröhlich mit Gestein davon. Ja, und jetzt gilt es einfach da hinten so ein bisschen auszugestalten. Ja, der Bagger schmeißt gerade einfach den Kram aufs Gleisbett, aber es ist ja nur ein Versuch gewesen. Ich wollte mal was ausprobieren. Ja, so sieht das Ganze also hier aus. Hier sind immer noch ziemlich viele Steine. Ja, die werden aber fröhlich abtransportiert. Ihr seht es hier. Und ja, Dampf trifft Dampf. Die kleine, was ist das, Baureihe 80. Ja, begegnet hier der, ich glaube, was haben wir denn hier fahren? Die 01 oder 44. Ich weiß gerade gar nicht, was den langen Güterzug jetzt sieht. Aber ja, sieht schön aus, hier auch an dieser engen Stelle zwischen hier der Industrie und den Wohnhäusern. Also immer ein bisschen was los und wie gesagt, Schotterzug fährt jetzt auch beladen. Das ist schön. Ja, fangen wir mal mit der Ausgestaltung an. Ihr seht, ich habe den Bagger jetzt wieder gewechselt hin zu einer statischen Variante, damit er nicht immer die ganze Zeit da die Steine aufs Gleisbett kippt und also aufs Gleis da schmeißt und ja, jetzt brauchen wir noch irgendwie ein bisschen was hier zum Bemalen. So. Ich hatte mal gedacht, ach komm, probierst du mal diese Hügel, aber die sehen ja irgendwie nicht so schön aus. Dann habe ich mal hier die aus der Absetzmulde probiert, aber das sieht ja auch nicht schön aus. Aber der Untergrund ist schön, dann beließ ich den so und setzte wieder diese Silberhügel drauf. So, und dann aber war das so, dass die Silberhügel immer aussahen, als würden sie in die Luft stehen, weshalb ich diese Untergrundtextur dann doch wieder entfernte und nur noch auf die Silberhügel ging. Die hat auch unter die Räder gesetzt, weil aufgrund der Bodenunebenheit, die sich nicht beheben lässt, der LKW sonst in der Luft stehen würde. Und den Rest hier bepinseln, einfach hier mit ein bisschen Schotter, ein bisschen Kies, oh, von allem ein bisschen was, damit es halt auch schön steinig und ein bisschen hier so verschottert aussieht. So ein bisschen auslaufen lassen. Wird ja auch immer mal weggefegt, der ganze Kram. So, dann ist gut. Ich gedacht, probierst du das nochmal, aber das ist ein bisschen zu grob und dreidimensional. Ich glaube, der Rest ist schon fein, so wie er ist. Gut, dann dachte ich mir, ach komm, Gebäude. Ich hatte zwischenzeitlich einen Besuchermagneten hingesetzt. Ihr seht es ja an der Straße, diesen kleinen Zipfel oder diesen Abzweig. Und da setze ich jetzt das Häuschen hin, sodass dann halt auch Autos rein und rausfahren können. Das ist also ein bisschen tatsächlich dann so belebt. Ich blende mir die Lanes ein, um zu sehen, dass ich das ein bisschen schief gesetzt habe. Jetzt ist es mittig. Jetzt passt das. Ja, dann verstecken wir noch den einen oder anderen LKW. Sagen wir mal, dass wir hier so ein kleiner Unterstand, so ein LKW-Depot oder was auch immer. Oh, noch eine Figur dran. Oh, hier so begutachtet man den Kollegen und dann geht es gleich hier auf Fahrt. Er steuert den Kipper und hier könnte man noch was in die Ecke schmeißen. Da bieten sich vielleicht diese Absetzmulden an. Die lassen sich ja auch hier mit Ladegut füllen praktischerweise, als Asset auch. Nehmen wir hier Steine, so vielleicht und hier. Und dann haben wir nochmal so mit Plane drauf. Das ist schön. Ja. Dann brauchen wir nicht mehr allzu viel zu machen. Wir räumen noch ein bisschen auf, stellen zwei Besen hin, dass hier gefegt werden kann. Und dann ist es hier nett. So sieht das Ganze von oben aus. Hat ein bisschen Mauer drumherum bekommen und ein Häuschen. Und hier mit diesen Gebieten nebendran weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Entweder ich lasse die so oder ich asphaltiere die, wie auch immer. Also hier drüben zum Beispiel, da könnte ich das hier erweitern, damit lange LKW tatsächlich auch da so ein bisschen rangieren können. Da kommt doch tatsächlich ein erstes Auto. Das will bestimmt zu uns in die Halle. Das schauen wir uns jetzt mal an. Schöner gelber T3. Müsste von Biko sein aus dem Paket. Als KI-Auto unterwegs. Oh, ah, ist jetzt ein Blinker. Jawohl. Ah, ihr seht, er fährt hier rein. Ah, damit hat das Ganze doch schon seinen Sinn und Zweck erfüllt. Ein bisschen knapp bemessen. Oh, da kommt noch... Ah, der biegt ab. Ach, guck mal, der nutzt schon die neue Straße hoch in den Ort. Das ist schön. Verfolgen wir auch mal. Also ich habe gesehen, das Auto fährt in die Halle, ist aber knapp bemessen. Ich muss also den Straßenanschluss des Magneten ein bisschen verlängern, dass es tiefer in die Halle fährt, damit die Immersion stimmt. Boah. Dann ist es, glaube ich, ganz passend da unten. Hier oben, na, das fährt jetzt hier zu diesem Abzweig hier. Seht ihr hier, biegt ein. Das ist nicht schön gelöst, das verschwindet da. Da könnte man noch eine Hütte hinstellen, aber das will ich jetzt nicht. Ehrlich gesagt, ist mir das egal, wie das da oben aussieht. Die Hauptsache ist, dass hier tatsächlich ein bisschen Verkehr unterwegs ist. Und das nächste kommt, fährt auch wieder in das Häuschen.
So, kann ja ein Firmenwagen sein, ist ja egal. Wie ihr seht, es verschwindet zu sehr sichtbar an der Stelle. Wenn wir schon ein Haus haben, dann soll es auch nicht ganz so sichtbar verschwinden. Jetzt muss ich hier diesen Straßenanschluss schnappen. Ihr habt es gesehen, einmal kurz ist er aufgeleuchtet, dann wieder nicht. Und das ist manchmal eine echte Fummelei. Na, ich kriege den hier nicht zu fassen. Nirgendwo ist er jetzt hier irgendwie aufrufbar. Also gehe ich dann einfach hier in die Entwickleroption. Und da gibt es den Punkt, nämlich Show Bounding Boxes. Und ihr seht jetzt, alles, was hier irgendwie platziert ist, hat so eine Bounding Box, also so eine Box um sich rum, ja, so eine sich umgebende Box. Und jedes Objekt hat also so eine Box. Und wenn man dann diese Linie zu fassen kriegt, die zum Objekt gehört, dann bekommt man auch das Objekt zu fassen. Problem ist nur, wenn es aussieht wie hier. Willkommen in der Matrix. Ja, irgendwann, ihr seht, ist es mir durch viel Glück gelungen, schnell hin konfigurieren und dann den Straßenanschluss hier in der Länge ein bisschen variieren. Ja, ihr seht es hier auf 3,40 Meter vielleicht. Das reicht. Man muss ja nicht hinten durch die Mauer fahren. Und dann despawnen die Autos ein Stück weit drin. Ein Stück weiter im Haus. Ja, soweit. Dann können wir hier vorne weitermachen. Ja, wir haben gesehen, Suchermagnet funktioniert. Das ist sehr schön. Und ja, dann lackieren wir hier einfach noch ein bisschen. Oh, und dann stellen wir da einfach ein bisschen was ab. Ah, hier Verkehr. Guck mal, der gelbe Bus ist wieder zurückgefahren. Klasse, was. Freut mich immer sehr. Oh, dann machen wir hier. Ja, auch hier die Bahn ist ihrer Pflicht nachgekommen, dass die Gleisanlagen abzusichern. Da haben wir also hier noch einen Gleiszaun. Und die Leitplanke einfach nur, um den Parkplatz da so einzuschränken. Oh, Stellflächen. Und dann hier aus diesem wunderbaren Cargo-Asset-Paket hier diese traumhaft schönen Anhänger. Und von der Modwerkstatt gab es jetzt tatsächlich auch im Adventskalender neue Autotransportwagen oder so Transportwagen für LKW und Auflieger und Container. Großartig. Also da sind genau diese Dinger drauf. Ist ein Traum. Ja, hier bei der meterspurigen Bahn ist ein neues Triebfahrzeug unterwegs. Das ist viel flotter als das alte. Ja, das ist jetzt mal modernisiert worden hier. Rauscht also hier den Berg hoch. Ja, und links der grüne Bereich, der könnte noch ein bisschen schöner gemacht werden. Ja, gucken wir uns jetzt einfach mal so links und rechts ein bisschen um, was noch gemacht werden könnte. Das hier links gehört tatsächlich dazu. Auch hier, ihr seht es am Parkplatz, ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu kahl dafür, dass es hier so in den Wald reingeht. Und hinten im Tunnel seht ihr auch Bäume rausgucken. Autosave bremst das Ganze jetzt mal. Die kriegt man schlecht weg. Das sind leider versenkte Bäume. Und wenn die einmal im Berg drin stecken, kriegt man sie nicht mehr raus. Vielleicht über die Bounding Box muss ich mal gucken, sonst nervt's. Da ist unser Testzug vom Hafen unterwegs. Das ist so ein Schotterzug mit 2218. Der fährt hier also mal so die ein oder andere Runde. Und ansonsten ist hier generell immer was los. Ihr seht hinten den Traktor, hier ist ein KI-Auto, da ist hier der Muldenkipper, nein, kein Muldenkipper, aber hier der Kipper, der den Schotter holt. Guck mal, hier ist ein Zug unterwegs. Ah, da unten kommt der kleine Güterzug. Also ständig kann man irgendwas entdecken, wie auf einer Modellbahn. Das macht aktuell großen Spaß, dazu zu schauen. So. Aber ein bisschen was zu basteln gab es dennoch. Ich bin nochmal zu diesem kleinen Dörfchen, an dem wir in der letzten Zeit ja hier zugange waren. Nicht ganz oben auf dem Berg, sondern eins darunter mit dem plätschernden Brunnen von SM1, den ich leider wieder entfernen musste, weil das Plätschern bis in die Stratosphäre zu hören war. Das ist ein bisschen schade. Aber da in dem Abschnitt befinden wir uns jetzt. Ein Stück unterhalb, da war noch grüne Wiese. Die Straße von dem Örtchen hat jetzt auch einen Anschluss gefunden an eine bereits existierende Straße, quer durch den Wald und einen Tunnel. Und die snappt an die Straße an, bei der diese Oldtimer-Rallye ist mit den Schafen. Zeige ich euch irgendwann nochmal. Wer aufmerksam das Ganze verfolgt hat, wie Peugeot Racer zum Beispiel oder Rico, die müssten wissen, welche Straße gemeint ist. Und deswegen können wir auch hier Verkehr generieren. Und von der Straße führt nochmal ein Stück hier runter zu den drei einzelnen Häusern. Und die bekommen natürlich auch ein bisschen was spendiert an Bemalung und an Ausgestaltung. Oh, dann ist es hier ganz nett. Ob man es von der Bahn aus sieht oder nicht, ob wir da nochmal hingehen oder nicht, das ist mir völlig egal. Ihr kennt's. Ich mag das hier so ein bisschen zu gestalten. Ein bisschen einrichtungstechnisch unterwegs zu sein. Also, ziehen wir hier eine Natursteinmauer, spielen natürlich auch ein bisschen mit den einzelnen Mauerteilen und schaffen hier so eine gewisse Varianz. Greifen auch hier zu Toren, lassen also die Mauer nicht nur offen, sondern auch hier so Tür und Tor von Jack, snappen dann hier mal wieder die Steine dran und dann ist es gut. Und hier drüben gibt es hier sowas.
weiß gar nicht mal, wo dieser Zaun her ist. Ist vielleicht auch von Jack, weiß gar nicht. Der ist auch sehr schön. Auf den ziehen wir einmal komplett zu. Schneiden dann ein Stück raus für Tür und Tor. Und dann passt das auch. Dann gehen wir bei ihm hier rein, nehmen dieses Teil, Doppeltor und mit Pfosten. Dann passt das auch ungefähr von der Breite rein. Gut. Und hier drüben genau dasselbe Spiel. So. Schau mal, was wir reinwürfeln. Vielleicht ein oder andere Auto. Hier kleine Autos. Oder irgendwie so. Oh, ist ja so ein, eher so ein ländlicheres Haus. Ist jetzt kein schickes. Da gibt es dann so eher so zweckmäßige Fahrzeuge, sage ich mal. Und dann können wir noch ein bisschen was hinstellen. Ein Unterstand oder hier so ein altes Rad oder was auch immer. Oh, und gegenüber, wenn wir dann damit fertig sind, müssen wir noch ein bisschen begrünen. Das Komische war, ich konnte hier bestimmte Bereiche nicht begrünen. Mit dem Pinsel seht ihr es, da bleibt immer was ausgespart, egal was ich mache. Das ging nicht. Da habe ich gedacht, planier mal das Terrain. Das hatte ich ja schon mal bei dem Versenken, ging auch nicht. Und guck mal, an vielen Stellen kann ich keine Bäume pflanzen mit dem Pinsel. Keine Ahnung warum, vielleicht habt ihr eine Idee. Schreibt es mal in die Kommentare. Hier in Teilen geht's, in anderen Teilen großflächig nicht. Verstehe ich nicht. Einzeln kann ich die Sachen absetzen, mit dem Pinsel wiederum nicht. Merkwürdig. Also griff ich dann halt manuell zu den Büschen und bewilderte so ein bisschen den Bahndamm. Aber hier was hin, da was hin, großes Buschwerk hin. Oh, alles darunter gewürfelt. Schön dicht machen. So, den Bereich lassen wir mal offen. So, hier ungefähr so. Den Rest machen wir zu. Oh, und hier hinten auch größere Büsche, die dann schön den Hang runter wachsen. Und dann halt einmal ein bisschen verdichten das Ganze hier mit Ingos Waldrandtextur. Und in dem Bereich, wo diese Textur sichtbarer ist als im großen Geräusch, da nehmen wir dann was anderes, weil diese Waldrandtextur so ausgefisselt ist. Die ist nicht schön, so von Namen. Aber so im Verborgenen ist die gut. So für die Details, da greife ich dann immer so zu den anderen Sachen. Ja, und hier, wo jetzt so eine kleine Lichtung entstanden ist, da schaffen wir eine kleine Szenerie. Einmal ein Wachturm, hätte ich beinahe gesagt. Hier so ein Hochsitz und so ein Futterunterstand für das liebe Vieh, fürs Wild. Da würfeln wir ein bisschen Stroh rein. So. Und dann natürlich noch einen Vertreter seiner Art. Den Meister Hirsch, den platzieren wir auch gleich noch. Vorher machen wir hier zu, schaffen einen Wildzaun. Da wird er nachher ganz schön schauen, denn man hat ihm gesagt, es hat niemand vor, einen Zaun zu bauen. es hat niemand die Absicht, einen Zaun zu bauen. Und das, wo er doch jetzt rüber will, über die Gleise, zu Madame Reh, Hirschkuh. Man guckt er jetzt blöd. Und der Förster, der guckt zu, reibt sich die Hände, bekommt von uns sogar noch einen Hocker spendiert, damit er es bequem hat. Den klauen wir hier einfach dem Angler aus Ingoset. So, her mit dem Hocker, den kriegt jetzt hier der Weidmann. Jo, Züge rollen dahin, das ist fein. Und hier können wir noch ein bisschen was pinseln, glaube ich, ein paar Bäume hinsetzen und so weiter und so fort. Und hier natürlich auch noch ein Grundstück schaffen. Also optisch auch tatsächlich. Gibt es dann vielleicht noch ein Gärtchen. Und guck mal, wenn man hier wohnt, da muss man schon Nerven bewahren, wenn da unten das Material über die Trasse donnert. Ja, ich habe mal geguckt, was ungefähr zu dem Weg passen könnte. Nix. Also greife ich dann doch hier zu diesem Used Cobblestone Dark. Ja, so heißt es hier. Ich glaube, das ist von Alpenheuler, wenn mich nicht alles täuscht, diese Textur. Und umgebe das gesamte Gebäude. So. Dann können wir da irgendwie noch ein Zäunchen setzen oder was auch immer. Tür und Tor vielleicht noch. Oh, hier. Penibel ausmalen. Wobei, so penibel ist gar nicht. Ihr seht, ich war da schon mal penibler am Werk. Gut, gucken wir mal. So sieht das Ganze jetzt also hier aus der Übersicht aus. Schön, wie ich finde. Hat was. Sehr heimelig. Hinten haben wir das kleine Schloss und ganz da oben das Hotel. Ihr seht es hinten. Den kleinen Kasten. Das ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Ja, und schaut mal hier. Ja, da ist der Garten sogar schon belebt. Ja, junge Leute sitzen vor den riesen Fensterfronten des teuren Hauses in Ratternmöbeln, sprechen über die nächste Bachelorprüfung oder so. Keine Ahnung. Und da hinten, guck mal hier, unterm Carport extra, hat zwei exquisite Autos, ein schöner 850er BMW. Hier so war damals eines meiner Lieblingsfahrzeuge. Dank Biko, jetzt auch hier auf dieser Karte. Wunderbar, hat natürlich seinen eigenen Carport, denn das liebe Stück muss gehegt und gepflegt werden. Ja, nebenan auch hier Unterstand mit Holz. Oh, und so links extra zur Weihnachtszeit noch ein kleines Bäumchen als Schmankerl.
Oben im Ort. Die Kirche hat ein bisschen Ausgestaltung bekommen, ein Brunnen, ein Schild und ein kleines Rathaus kam dazu, falls wir es noch nicht gesehen haben in der letzten Folge. Ein bisschen Beflaggung und irgendwie so ein Automat, da kann man so Wanderkarten ziehen, nebenan Telefonzelle und Briefkasten, gut ist. Ja, und unser Freund Hirsch, der steht jetzt da und schaut ganz blöd. Und er schaut woanders hin, aufs Handy. Der swiped von links nach rechts und sagt, Match, Match, kein Match. Wartet auf die Weidmanns Frau, die da kommt. Während der Hirsch nicht weiß, wie er da rüberkommt. Nun gut, so das Ganze jetzt nochmal hier aus der Perspektive. Also es ist ein sehr, sehr netter Abschnitt geworden, wie ich zumindest finde. Macht Spaß, da immer zu verweilen, sich im Gebüsch zu verstecken, um mal zu schauen. Und ein Stück weiter unten haben wir ja diesen Apfel, diesen großen Apfelhain. Da könnte es am Bahndamm noch ein bisschen was geben. Das ist mir noch ein bisschen zu karg. Ja, ihr seht es auch hier und ganz links hinten auch, da ist noch gar nichts gemacht, während rechts die Landstraße sich so schön durch das grüne Gelände schneidet. Ich glaube, das lasse ich. Ich passe nur die Unebenheiten am Fahrbahnrand an, aber ich glaube, dann lasse ich den Bereich. Links können wir durchaus noch ein bisschen was begrünen oder ich setze eine Baumsilhouette, so eine 2D-Silhouette von Savon, denn die Performance ist hier schon relativ miserabel. Hier das Hotel vom letzten Mal, ihr seht, etwas unterhalb ist auch noch viel grün. Da könnte man noch eventuell mit Felstextur arbeiten oder mit ein bisschen Buschwerk. Ich muss mal schauen, wie sehr es uns das Genick bricht, wenn wir hier weiter ausstaffieren. Ja, und an der Schmalspurbahn, wie komme ich da drauf, an der Nebenbahn, da soll eine Regionaltangente entstehen. Also ich brauche noch eine Linie für die S-Bahn, eine elektrifizierte Strecke. Ich möchte die Nebenbahn hier auf jeden Fall ohne Elektrifizierung lassen. Also will ich noch eine zweite Strecke schaffen. Muss ich mal gucken, wie ich es anstelle. Wechseln wir mal dann. Wir haben ja gerade den Zug gesehen mit der 212. Der fährt jetzt gleich im Bahnhof ein und schaut mal oben, rumpelt die 750 mm Bahn vorbei. Unten der VT 628 fährt aus und der Güterzug ein und der Getreide-LKW auch weg. Also es ist wirklich, wirklich toll. Aus jeder Perspektive gibt es ein bisschen was zu gucken. Überall ist so simulierte Geschäftigkeit. Mal hier einmal diese kleine Schleife um den Berg rum. Hupt jetzt auch brav, denn da sind ja Gleisarbeiter. Ah, das ist toll. Der lange IC verschwindet im Berg. Müsste, glaube ich, Baureihe 218 in Doppeltraktion haben, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier dieses, ich nenne es mal Portal, diese Einfahrt in diesen Stadtbereich. Es müssten zwei Baureihe 52 sein, wenn mich nicht alles täuscht, die hier diesen Zug reinziehen. Also auch hier schön zu sehen. Aus jeder Perspektive was zu entdecken. Links in dem Fachwerkbereich könnte man noch ein bisschen mehr machen. Der ist noch nicht fertig. Ihr seht es links an der Mauer oben. Da liegt es noch brach. Ja, und das kam auch dazu. Ein kleines Feuer in der Ratsmühle. Da kokelt irgendwas. Da ist hier großer Alarm angesagt. Ja? Leute treffen sich unten am Sammelpunkt. Ja, andere werden hier schon mal schnell am Boden verarztet. Ja, man vermutet Rauchvergiftung, man kontrolliert, ob irgendwie Verletzungen da sind. Man holt die Leute aus dem Gebäude raus. Es war nichts Schlimmes. Ich spoiler mal, da ist nichts Schlimmes passiert. War nur eine Kleinigkeit. Die konnten schon eine halbe Stunde später wieder rein. Also alles gut. Zur Vorweihnachtszeit. Ja, nichts passiert. Ja, und damit war es das tatsächlich für diese Folge. Vielleicht sogar auch für dieses Jahr. Ich muss mal gucken. Vielleicht bringe ich noch was. Aber schaut mal, wie schön es hier ist. LKW fährt lang, Feuerwehreinsatz, hat doch was von Modellbahnanlage, oder? Hinten rechts seht ihr DB Cargo, rollt da ein, Straßenbahn fährt rein. Also super, deswegen würde ich sagen, machen wir ja an der Stelle weiter. Bleiben wir dabei, wäre schön, wenn ihr auch dabei wärt. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr, bis dann, macht's gut und tschüss.